Hallo Freunde der elektronischen Strommessung. Ich habe heute was vom Postboten bekommen, der mir gesagt hat, das sei jetzt das letzte Paket. Ich habe ihn nur verdutzt gefragt, ja, wieso das denn? Ja, du machst doch jetzt Umschulung. Ich, hä? Woher weißt denn das? Hast du mich etwa abonniert? Nee, das Dorf spricht über dich. Ja gut, so ist das wohl, ne? Kleines Dorf, hier weiß jeder über den Nachbarn Bescheid. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was da drin ist, ne? Ich habe ja schon angedeutet in meinem letzten Video, dass ich mir das gerne bestellen würde. Ein paar Abonnenten haben auch gleich gesagt, ja, ich dachte, du stehst auf günstig, warum kaufst du dir dann diese teure Steckdose? Weil da gibt es auch günstige Varianten von. Ich glaube, Sonoff heißt die dann. Sonoff S31 und so habe ich empfohlen bekommen. Also es ist halt eine Messsteckdose, ne? Ich habe ja bis jetzt die von Brennenstuhl, die habe ich ja auch schon in meinen Videos vorgestellt. Aber jetzt habe ich mir halt diese Fritz Detect oder Fritz Deckt oder wie sie heißt, DECT. Das ist halt so eine, ja, Smart Home Steckdose, die kann man dann übers Internet auch schalten und so. Und ich weiß jetzt schon, dass ich total durchdrehen werde bei der Installation von dem Ding, weil sowas liegt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Aber gut, deswegen habe ich mir halt auch diese teure Version dieser Sache gekauft, weil ich weiß nicht, diese Sonoff 31 oder S31 oder was mir da empfohlen wurde von meinem Abonnenten, die hatte zum Beispiel nicht diese Euro-Stecker, ne? Die hatte hier solche drei Dinger da, so wie es in England aussieht hier. Die hatte hier dann noch ein Loch, das ist dann, glaube ich, der Schutzkontakt und so. Und die beiden, ja, Phase und Neutralleiter, ne, Neutralleiter ist ja links, Phase ist rechts. Na, auf jeden Fall, ich weiß jetzt schon, dass das sowieso kompliziert genug wird, auch mit der deutschen Version und der europäischen Stecknorm. Und deswegen wollte ich da auch diese Sache so einfach wie möglich haben. Und habe mir deswegen auch ein etwas teureres Gerät gekauft. Also ich habe geschaut, die andere hat, glaube ich, auch an die 30 Euro gekostet. Und die hat jetzt knapp über 40 Euro gekostet. Was ja nun auch nicht so die Welt ist, das ist ein Zehner mehr. Klar, wenn man aufs Geld guckt, ne, dann ist das natürlich 10 Euro, sind bei 30 Cent Strompreis. Wie lange braucht man da, ne? Einige 100 Kilowattstunden oder was, ne? Ja, und daher, aber ich sag mal, es ist ja immer noch ein Hobby. Und wer achtet bei seinem Hobby schon so aufs Geld? Da, ja, weiß ich auch nicht. Also habe ich mir jetzt einfach mal das gute Gerät gekauft. Ja, da oben ist nochmal verpackt oder zugeklebt. So, jetzt müssten wir sie aufkriegen. Genau, einrichten und bedienen, das sieht doch schon mal gut aus. Ich hoffe, das ist idiotensicher, dass ich das auch hinkriege. 15 Ampere, 3450 Watt. Ja, ist ja schon mal eine recht ordentliche Leistung, also ich glaube, das werde ich so bald nicht schaffen. Und genau, ich habe auch die neue Fritzbox 7590 oder was. Das ist die beste Fritzbox, die man haben kann. Weil wir bekommen auch bald Glasfaser, deutsche Glasfaser installiert hier, das Dorf. Und dann habe ich auch mir gleich die beste Fritzbox geholt. Weil von der Telekom bin ich weg. Die hatten jeden Monat 50 Euro haben wollen. Und dann mit ihrem Router, den man mieten muss und alles. Das hat mich alles viel zu sehr genervt. Jetzt sind wir bei O2, da haben wir dieselbe Leistung für 15 Euro. Das sind mal eben 35 Euro weniger im Monat. Insofern habe ich da ja auch schon wieder gespart, um mir hier diese gute Steckdose kaufen zu können. Ja, also das ist hier, glaube ich, dieses, da drückt man drauf und dann verbindet sich das mit dem Router. Das weiß ich jetzt aber noch nicht ganz genau. Da muss ich erst mal schauen. Oh, heute ist auch richtig guter Wind, sehe ich gerade. Beide Windräder drehen sich. Ja. Also ich mache das jetzt erstmal. Ich hoffe, das wird nicht zu kompliziert. Ich werde es vielleicht auch mit ein paar Screenshots für euch festhalten, dass ihr das dann sehen könnt, wie einfach das war oder wie schwierig das war. Und ja, mache ich jetzt einfach mal und dann zeige ich euch noch, wie das funktioniert. Weil ich habe jetzt gelesen im Internet, man kann dann halt, also wenn ich auf meiner Umschulung bin, dann kann ich hier mit der Steckdose auch kommunizieren übers Handy. Dann sehe ich, wie viel gerade meine Anlage einspeist. Und ja, mit der Brennenstuhl geht das halt nicht. Da muss man immer direkt davor kriechen. Und dann, weil das da unten so verbaut ist, muss ich mich da immer fast auf den Boden legen. Und dann kann ich erst ablesen, was da eingespeist wird. Das fand ich alles ein bisschen unpraktisch. Und deswegen würde ich das jetzt gerne übers Handy machen.
Naja gut, da ist das dann halt auch einfach die Investition gerechtfertigt, sage ich mal, ne? Also eigentlich nicht, ne, weil ich es ja immer so günstig wie möglich haben will, aber gut, wie gesagt, ich habe es mir jetzt einfach mal gegönnt und hoffe, dass es auch so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich könnte dann zum Beispiel von meiner Umschulung in Goslar, könnte ich zu Hause die Einspeiseanlage ein- oder ausstellen. In der Nacht werde ich sie dann ausstellen, weil die Inverter ziehen ja auch einen gewissen Kriechstrom. Dann spart man sich das zum Beispiel auch wieder, ne? Das finde ich eigentlich richtig vorteilhaft so. Und vor allem, dass es übers Handy geht. Okay, jetzt habe ich erstmal genug gelabert. Jetzt werde ich die mal installieren. Und dann zeige ich euch, wie ich das finde oder so. So, jetzt kurz zur Installation. Einen Stecker reinstecken ist nicht einfach, ne? Kann man falsch machen. Aber das habe ich gerade so geschafft. Also die Installation ist nicht nur idiotensicher, die ist voll idiotensicher, ne? Ganz einfach. Ihr steckt also den Stecker erstmal ablassen, alles erstmal abmachen. Nur die Steckdose von der Fritz, also Fritz deckt, Fritz DECT oder wie es heißt, rein in die Steckdose. Dann hier diesen Knopf drücken, dann blinkt das. So, und dann auf der Fritzbox diesen DECT-Knopf drücken, ne? Dann fangen die beiden an zu blinken. Das dauert keine 10 Sekunden, dann haben die sich auch schon gefunden. Also das war wirklich mehr als einfach. So, dann hier ein LAN-Kabel an den Computer ran und an die Fritzbox. Ja, und am Computer geht es dann genauso einfach weiter. Also hier oben, ne, Fritz.box. Und ja, dann euer Passwort, dass ihr den Zugriff auf die Fritzbox bekommt. Ja, also die Fritz deckt DECT 210 Nummer 1. Da kann man auch mehrere Nummern anschließen. Also man kann hier jetzt auch noch, weiß ja nicht, wenn man jetzt, also ich lasse ja beide über einen String laufen, aber wenn man halt zwei Inverter hätte, könnte man auch jeden einzelnen auslesen sozusagen. Und dann gibt es hier so einen Stift, da drückt man drauf, dann rechnet es kurz. Und dann hat man hier oben halt Energieanzeige, automatisch schalten, Temperatur. Da kann man jetzt auch noch, oh, das muss ich wohl raus ausblenden. Also Stromtarif kann man hier eingeben, dann hat man gleich wie viel CO2 und so, ne? Also das ist alles, ja, weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht. Aber also mir ist es egal, ne, wer da drauf Wert legt. Ich finde halt dieses hier am coolsten, ne, dass man halt hier mit der Energieanzeige halt wirklich so ein richtig schönes Balkendiagramm bekommt, ne? Dann hier auch gleich die Werte sieht, so 250 habe ich hier. Also 250 Watt bin ich sogar ein bisschen manchmal drüber, aber eigentlich immer drunter. Ne, weil ihr wisst ja, die Bedingungen, also die Werte, die auf den Solarpanelen stehen, das ist halt immer, ja, Laborwerte, Optimalwerte, ne? Die werden in praktischen Tests natürlich meistens nicht so erreicht. Also jetzt bin ich bei 180 Watt. Das ist schon recht ordentlich eigentlich. Also, ne, für diese kleine Anlage, die ich da laufen habe, man kann jetzt halt hier den Zeitraum, die Aktualisierung des Zeitraums oder beziehungsweise den, ne, dann wäre die Balken halt dünner, weil man eine ganze Stunde misst. Also die Anlage ist jetzt hier, wie man sieht, 10 Minuten knapp dran. Jetzt ist sie 10 Minuten dran. Ne, und ja, man müsste jetzt, also man kann sich dann auch E-Mails schicken lassen mit dem Strom halt, ne, Gesamtverbrauch. Dann stellt man hier halt ein. Da muss man so einen Push-Service noch aktivieren, das mache ich gleich. Push-Mail, ne? Und dann kriegt man halt auch immer jede Woche oder alle 24 Stunden oder einmal im Monat oder einmal im Jahr kann man auch. Dann kann man halt anzeigen, wie viel Wattstunden, Euros oder CO2. Ich werde natürlich Wattstunden, weil mit Euros und CO2 kann ich noch weniger anfangen. Zumal der Strompreis, ich weiß gar nicht, wie viel wir für die Kilowattstunde zahlen. Ich glaube 27 Cent oder so. Das müsste ich alles erstmal eruieren. Aber ich finde ja auch die Wattstunden am interessantesten. Also ich werde mir das auf jeden Fall in Wattstunden angeben lassen. Und das muss ich jetzt noch einrichten. Aber das mache ich natürlich nicht hier öffentlich, weil dann, ja, dann gehen ja wieder viel zu viel Datenschutzdinge so. Ne? Also hier sieht man nochmal pro Tag. Die werden dann auch so ausgerechnet. Prognose und so, also das finde ich schon richtig, richtig cool. Ja, bin ich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Und ja, das habe ich ja auch schon im Internet erfahren, dass die Leute halt richtig zufrieden mit dem Gerät sind.
Ich will jetzt hier nicht bewerben, ihr könnt euch auch den Sonoff S-Dings da und die ganzen anderen für Alexa, wenn ihr eine Alexa habt, die habe ich ja eigentlich nur offline, die Alexa. Bin ich aber auch sehr froh, dass ich die habe, klar. Aber wie gesagt, ich habe halt die Fritzbox und da passt sich das bei mir eigentlich ganz prima so, ne? Deswegen, also, das ist, war auch kinderleicht, also wirklich voll idiotensicher, ne? Da muss man schon sehr dumm sein, wenn man das nicht hinkriegt. Steckdose reinstecken, zwei Knöpfe drücken und schon ist installiert, ne? Also, da hätte ich es mir gedacht, das geht wesentlich schwieriger. Aber kinderleicht, echt kinderleicht. Ganz, ganz toll. So, und jetzt seht ihr hier eine dicke Wolke vor der Sonne, 85,72. Das Coole ist, ich kann es auch auf meinem Handy sehen, dann, wenn ich in Goslar bei meiner Umschulung bin und ich bin gar nicht zu Hause, sehe ich trotzdem, was meine Anlage halt zu Hause leistet, ne? Und ich kann sie auch von da aus ausstellen, anstellen, je nachdem, wie ich möchte, ne? Also das ist wirklich eine richtig coole Investition und bin ich richtig happy, richtig, richtig happy, dass das so cool und einfach funktioniert. Also macht richtig Spaß jetzt, ne? Jetzt muss ich da nicht mehr extra runterkriechen und gucken, oh, wie viel habe ich jetzt? Und dann muss ich da eine Minute sitzen, um selber eine Prognose zu errechnen. Nein, jetzt kriege ich das sogar alles ausgerechnet und per E-Mail dann nach Hause geschickt, beziehungsweise auf mein Smartphone geschickt, wie das dann halt, was ich jetzt heute an Wattleistung produziert habe mit meiner kleinen Anlage. Also ganz toll, kann ich jedem nur empfehlen. Macht richtig Laune jetzt, auch die ganzen Statistiken auszuwerten und so, ne? Könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Also jeder, der irgendwie da mit Watt und Kilowatt zu tun hat, der weiß, was ich meine, denke ich mal. Okay, also von meiner Seite her auf jeden Fall Kaufempfehlung. Coole Sache. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, gut, war mal wieder sehr stümperhaft und unvorbereitet, aber ist doch ganz informativ geworden, denke ich mal. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen hoch. Und auf kostenfreier Ehrenbasis lasst mir ein Abo da. Ich kann es gebrauchen. Ich freue mich immer, wenn ich noch mehr Abonnenten dazu bekomme. Obwohl, ich habe mein Ziel von 1000 erreicht. Super cool. Mega fettes Danke an meine Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann plötzlich so schnell geht, aber freut mich richtig. Also, das motiviert einen auch, noch mehr Videos und schöne, interessante Videos zu machen. Also, von mir aus war es das erstmal. Bis zum nächsten Video und ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Ciao.